Durch die engen Gassen von Malz geht es zunächst Richtung Glurns. Glurns ist mit 905 Einwohnern eine der kleinsten Städte der Alpen. Glurns war schon in der Römerzeit ein Verkehrsknotenpunkt. Glurns war im Mittelalter durch die Lage direkt an der Via Claudia Augusta ein sehr reicher Ort und bekam deshalb schon früh die Stadtrechte verliehen. Erstmals als Stadt wurde Glurns um 1304 schriftlich erwähnt. Ein besonderes Merkmal der Stadt sind ihre vollständig erhaltenen Stadtmauern. Das Malser Tor im Osten der Stadt. Noch in den 1980er Jahren gab es in Glurns viele Bauern, die im Ort ihren Kuhstall hatten und die Kühe im Spätsommer morgens auf die Weide trieben. Das Tauferer Tor im Westen der Stadt. Aber jetzt geht es erstmal auf bestens ausgebauten Radweg entlang der Etsch Richtung Meran. Ist das nicht herrlich? Bei diesem Wetter, bei diesem Radweg und bei dieser Landschaft zu fahren. Das Auge hat den ganzen Tag Spaß. Und ich kann mich einfach nicht satt sehen an der wunderschönen Landschaft. Apfelplantagen, soweit das Auge reicht. Eine tolle Idee am Etschradweg, kurz vor Tschengels,
eine Anzahl verschiedener Getreidesorten zum Anschauen, da ja leider die meisten heute Hafer nicht mehr vom Weizen unterscheiden können. Hier kann man sie sich anschauen. Einst war der Finchgau die Kornkammer Tirols und Getreide ein wichtiges Exportgut. Der flächendeckende Kornanbau wurde im 20. Jahrhundert vom lukrativeren Obstanbau verdrängt. Der historische Aquädukt in Laas. Die als Kandelwal bezeichnete Holzrinne war einst Teil des bestehenden Bewässerungssystems in Laas und stammt nicht von den Römern. Hier wird der Laaser Marmor ins Tal befördert. Es geht immer noch bergab und es ist ein Traum, hierher zu fahren. Die ersten Apfelblüten, die ich sehe. Ist das nicht ein toller Radweg? Die Apfeltankstelle. Kurz vor Castelbello. Das Schloss Castelbell wird im 13. Jahrhundert das erste Mal schriftlich erwähnt. Herrlich, dieser Radweg.
Mittlerweile hat es sich ganz schön bewölkt. Und prompt fängt es an zu regnen. Kurz vor Aalgrund. Normalerweise ist auf diesem Aussichtspunkt immer die Hölle los. Aber da es regnet, habe ich die Aussicht für mich ganz alleine. Kann schon Meran erkennen. Ab jetzt geht es fast nur noch eben weiter. Die Zeiten, wo man das Rad laufen lassen konnte, sind halt eben vorbei. Aber immer noch ein super ausgebauter Radweg. Also da wollte ich auf gar keinen Fall oben fahren. Und wieder mal ist der Radweg einfach zu Ende, gesperrt, schaut zu, wie er klarkommt. Wie ich das hasse. Hier ist der Radweg frisch geteert. Man riecht es sogar noch. Die ersten 100 Kilometer des Edge-Radweges sind geschafft. Im Hintergrund sieht man bereits Bozen.
das Schloss Sigmundskron. Heute befindet sich hier das Messner Mountain Museum. Mit über 107.000 Einwohnern ist Bozen die größte Stadt Südtirols. Die ersten Belege des modernen Ortsnamens stammen aus dem Frühmittelalter, so um 690. Der Ortsteil Gries. Viele schöne Radwege gibt es in Bozen. Das Siegesdenkmal, das im Jahr 1928 eingeweiht wurde. Benito Mussolini ließ es errichten. Das Siegesdenkmal bleibt bei den deutschen und italienischen Gruppen in der Region stark umstritten. Viele Jahre lang wurde der Zugang zu dem Bauwerk unterbunden und es ist erst seit 2014 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier gab es ständig Streit und Zoff und Demonstrationen. Zum Schluss musste es von der Polizei geschützt werden, Tag und Nacht. Wie gesagt, erst seit 2014 ist es wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Ganz in der Nähe der Bozener Altstadt und trotzdem mitten im Grünen liegt Schloss Maretsch. Hier finden heute kleine Events wie zum Beispiel Hochzeiten statt. Jetzt geht's durch die engen Gassen der Altstadt von Bozen. Das Museum heißt wirklich so. Es gibt dort unterschiedlichste Ausstellungen zeitgenössischer und moderner Kunst. Und mit dem Hotel in Bozen habe ich auch wieder einen Glücksgriff getan. Der Dom Maria Himmelfahrt zu Bozen. Der Walterplatz mit dem Denkmal von Walter von der Vogelweide. Walter von der Vogelweide gilt als der bedeutendste deutschsprachige Lyriker des Mittelalters. In einem der Restaurants auf dem Walterplatz
gibt's da noch eine Pizza und dann ist Schluss für heute. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Morgen gibt's dann Sightseeing in Bozen.